Let's Play for Free World of Warplanes, Folge 4 bei Sofa Gaming. Immer noch dabei der Serker und ich der Kundan. Jo, hi. Ich habe gerade in der Pause mal nachgeschaut. Mir fehlen noch ganze 600 Credits, um das nächste Flugzeug kaufen zu können. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Wobei ich natürlich auch hätte Munition noch kaufen müssen. Von daher fehlt ein bisschen mehr. Das heißt, ihr seht eine weitere Schlacht im Tier 2. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Eigentlich, wobei, nee. Was ist deine Überlegung? Mit meinem einen T2 einfach mal gerade eine Schlacht mache. In der Hoffnung, keine Tier 5 zu bekommen. Richtig. Wollen wir doch mal schauen, ob das besser funktioniert. Ja, ich nehme einfach mal gerade was mit. Das ist, glaube ich, das Ding, was wir auf der Gamescom bekommen haben. Der hat auch wunderbar funktioniert. Ja, das gefällt mir doch besser. Bisschen Tier 1, bisschen Tier 2. Ja, auch im Vergleich. Da bin ich in der Feuerkraft überlegen. Hier sogar auch noch in der Fluggeschwindigkeit. Ja, Manövrierbarkeit bin ich halt eigentlich allem unterlegen, was hier rumfliegt. Du Außer fliegst meinen quasi so eigenen. eine Holz-Metallkonstruktion, an die man einfach Motoren reingeschraubt hat. Gar nicht wahr. Sieht schon sehr professionell aus hier. Ja, Sieht auf sehr jeden hochwertig Fall. aus. Fliegen wir rechts oder fliegen wir links? Wir sind wieder mittig gestartet. Rechts durch den Hafen. Klar. Da fliege ich, denke ich, auch direkt wieder niedrig an. Muss ich erst gar nicht hochziehen. Ich werde ein bisschen brauchen, bis ich da bin. Aber das macht die Bewaffnung bei dem Ding hier weg. Das klingt gut. Schade, dass ich dein Flugzeug nicht im Großen zeigen kann, aber. Ja, irgendwann später mal von mir. Ja, richtig. Aufgeschrieben. Wir haben so viel, so ziemlich viele Details in die Flugzeugmodelle gesteckt. Das ist echt beeindruckend. Da will einer hinter der her. Ja, ich versuche hier mal ein bisschen zu. Ja, da kommt einer auch schon. Ja, wir sind zu zweit hinter ihm. Also, wenn du irgendwie mal ausweichen kannst. Sturzwinkel zu groß. Habt ihr ihn schon? Ja, irgendeiner ist in ihn reingeflogen, glaube ich, Alles klar. aber. Das heißt, ich kann jetzt meine Bodenziele hier endlich angehen, Ja. nachdem ich da einmal gestört wurde gerade. Arbeiten wir die hier doch mal gerade ab. Schauen, ob ich. Ja, hierfür kann ich rechtzeitig auch mich drehen. Sehr gut. Ach! Unglaublich. Bereiten wir dann nochmal lieber vor. Oh Gott, mein Rumpf ist beschädigt. Eigentlich ist alles bei mir kaputt. Aber es sind keine Feindflieger mehr hier im Hafenbecken. Kannst du eigentlich dich austoben? Ja, ich habe leider keine Bomben mehr. Ja, okay. Dann deine Problem ist, Maschinenkanonen. mein Pilot ist beschädigt, wollte ich gerade sagen. Der Ist Pilot ist verletzt. beschädigt, okay. Und der So Rumpf weit sind wir beschädigt. technologisch schon. Ihr merkt es zwar nicht selbst, aber ihr seht, das Flugzeug wirkt auf jeden Fall träger. Noch Ja. träger. Das Ding fällt so schon fast aus dem Himmel. Ich habe auch nur einen ganz geringen Neigungswinkel nach oben und verliere schon die Kontrolle. Es ist relativ bitter hier gerade. Schauen, ob ich hier noch irgendwas mitnehmen kann. Dazu hatte ich jetzt auch noch Pech mit den Bodenzielen, dass sie immer knapp überlebt haben und. Das eine habe ich zerstört. Richtig. Ja. Oh mein Gott, ein Affe. Ja, ihr habt es vielleicht noch in meinem Bild oben gesehen, wie Werker gerammt worden ist. Das ist immer ein wenig sehr ärgerlich, muss man leider gestehen. Schauen wir doch hier mal einem relativ spannenden Bockfall zu. Ja, mal gucken, wie der ausgeht. Da ist einer zerstört worden, der ist nicht in die Wand geflogen.
Aber auch die Runde sieht nicht so berauschend für uns aus bis jetzt. Allerdings sollten die Credits ausreichen, hoffe ich mal. Ich hoffe auch. Ich euch danach das nächste Flugzeug zeigen kann. Weil erfahrungsgemäß machen mir eigentlich der Bereich Tier 4 bis Tier 5 am meisten Spaß. Von den 50 Modellen her, die man da spielen kann, einfach. Ja. Ich weiß nicht, was unsere F2F da gerade veranstaltet mit den dreien um sich rum. Das könnte auch mal einen Eindruck machen. Ja, man sieht hier jetzt auch wieder schön am Schadensmodell, der Flügel ist doch extrem beschädigt. Ja, Kurvenflügel dürfte ziemlich schwer fallen. Okay, und da ist er auch schon ab. Wir befinden uns im Wald. So, dann schauen wir doch mal. Ja, gehen wir mal zum nächsten Flugzeug. 50.000 kostet, 52.530, ja. Mal schauen. Aber so teuer ist die Munition ja eigentlich noch nicht. Wir nehmen erstmal wieder keine Piloten mit. Den Stellplatz wollen wir nicht dafür. Wir wollen keine Mannschaft. Ich werde meine Crew auch durchziehen, soweit ich kann. Das war das Schöne, dass man als Alpha- bzw. Beta-Tester die Crew schon ausgebildet bekommt im ersten Flieger. Mal gerade in den Hangar. Holen die Crew aus dem alten Flugzeug raus. Und setzen sie im neuen wieder ein. Okay, ich werde den Schützen dann doch lieber weglassen, da er auf 39% fallen wird. Okay, nee, den das lassen wir dann doch lieber. Wir rekrutieren einfach einen neuen mit 50. Ihr seht, der Pilot ist auch auf 47, allerdings hat er nun mal schon die erste Fähigkeit, deswegen werde ich ihn in diesem nochmal übernehmen. Also ich muss ihn noch umschulen. Ja, danach wirst du ihn auch übernehmen können, weil wir das jetzt eh länger fliegen werden. Also du zumindest, deine sind ja jetzt relativ teuer. Die Personalakte. Ja, ne, wir schulen ihn auch einfach direkt auf 50% um. Das ist interessant. Wir können ihn also hochschulen. Ja, dann schauen wir nochmal gerade. Einmal das Flugzeug. Ihr habt es ja schon gesehen, ich habe gerade nicht so drauf geachtet. Unser Heckschütze sitzt jetzt nicht mehr im Freien. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so kalt für ihn. Das Flugzeug ist generell ein wenig länger geworden. Na klar, vom Design her sowieso sich verändert. Dann schauen wir nochmal gerade in die Wartung. Nehmen wieder panzerbrechende Munition mit. Kann ich mir gerade noch so leisten. Ja. Gucken wir mal in die Verbesserungen rein. Ich könnte es erforschen mit der freien Erfahrung. Die möchte ich mir allerdings aussparen. Und ja, das heißt, wir werden jetzt einfach mal mit der normalen Ausrüstung fliegen. Und alles weitere erarbeiten. Ganz auch hier aus eigentlich. Richtig, nur Tier 2 und Tier 3. Sieht auf jeden Fall schöner aus als die Tier 5 in den Gefechten, die wir vor zwei Runden hatten. Weil man da tatsächlich eben, ja, als Tier 2 nichts machen kann und auch als Tier 3 ist es schon verdammt schwer, da irgendwas ausrichten zu können. Aber natürlich müssen Matches irgendwo gefunden werden und da müssen dann halt Abstriche gemacht werden. Das ist ja, wenn ich selbst hier 5 fliege und irgendwann zum Beispiel keine Gegner mehr hätte. Es macht zwar nicht unbedingt Spaß, einfach nur dann Tier 2 abschießen zu können, aber bevor ich am Ende gar nicht spielen kann, macht es schon mehr Sinn. Und die Kämpfe sind ja dennoch ausgeglichen. Ja, da ich keine Bomben habe, werde ich mich dieses Mal nicht auf Bodenziele begeben. Wollen wir einfach mal schauen, was wir so in der Luft finden. Ja, ich denke, wir gehen wieder über den Hafen. Ja.
Auf jeden Fall. Schön gemacht. Ich fahre hier immer gerade zum Test die Klappen aus. Da fahren dann tatsächlich die Klappen aus. Wenn ich die Kurve fliege, bewegt sich hinten schön alles. Nett gemacht. Oh Gott. Ich fühle mich hier oben ein wenig alleine. Weil... Ja! Erster Gegner zerstört! Lief schon mal ganz gut für uns beide. Muss man aber gerade aufpassen, dass ich nicht zu sehr nach unten ziele. Den Boden einzuschlagen. Hinter mir. Noch zu weit oben, oder? Um irgendwie zu helfen? Ich bin relativ weit unten. Dann über dem Hafen, das ist einer hinter mir. Neben mir quasi. Gut, den Anflug muss ich abbrechen. Irgendwie geben kannst. Jawohl, das sah gut aus. Ja, er sollte weg sein. Oder? Ne, er lebt immer noch. Ich dachte eigentlich, da war nämlich noch ein zweiter, der sich ihm annehmen wollte. Dann mach ich's jetzt selber. Nein, jetzt hat er. Richtung unserer Base ist einer von ihren Bodenzerstörern. Einer ist auch noch hinter mir. Gott, nee, ja. Jetzt ist er hinter dir. Ich merk's gerade, nicht gut. Hier ist ziemlich alles am Arsch. Der hat sehr viel kleineren Wendekreis als ich. Ja, er hat auch kein Leben mehr, aber du sprichst den Wendekreis schon passt, an. Sehr danke. Gut, okay. Ich zieh hoch. Was haben wir denn noch? Über der Basis bei uns sind zwei kommen noch. Zwei sind über uns mit einem von unseren. Ja. Gucken, wie weit ich da mit dem Boost hochkomme. Das heißt, ja, ich kann nicht wirklich viel machen, weil mein Benzintank kaputt ist. Sie sind halt leider extrem weit oben und. Ja. Ob ich wieder irgendwie landeinwärts kommen kann zu unseren anderen. Gott, ja, ich habe gerade die Kontrolle ein wenig verloren, wie ihr seht. Die oben haben sich gerammt, da ist noch einer von da. Kann ich gleich irgendwie runterkommen. Wo ist denn der andere über uns? Oh, genau über uns, die Focke Wolf. Gucken, vielleicht können unsere uns hier hinten gleich helfen. Derweil versuche ich, gucke ich mal, ob ich hier vorne was machen kann. Sehr gut. Da ist direkt hinten noch einer Richtung Kartenecke. Ja. Norden. Unser Hauptquartier wurde zerstört. Unsere Flaggen sind ungenauer. Schauen wir doch mal, was wir da machen können. Gott, ich bin zu schnell. Ziel getroffen. Ja, der sollte weg sein. Dann ist nur noch der eine in der Ecke hinten im Nordwesten irgendwo da. Ja. Wir sind immer noch eine Advantage, weil sie mehr Bodenziele, als wir zerstört haben. Das heißt, wir müssen ihn auf jeden Fall finden. Ja, ich weiß, wo er ist. Ja, da hinten schlagen Sachen ein. Da kommt er auch schon. Das wäre jetzt zum Beispiel so für ihn die Möglichkeit gewesen, eigentlich sich irgendwo zu verstecken. Für unseren zu rammen? Nee. Er will mich abschießen. Versuch mal zur Seite wegzukommen und du schießt ihn einfach. Ach komm! Ja, ich mach schon, hoffentlich. Sturzwinkel zu groß. Den mach ich nicht. Macht unser anderer? Nein. Ja, ich geh rechts weg. Okay, nice. Beide drei Abschüsse, also wir haben ganz gut dazu beigetragen, zu dem Erfolg. Ja, ihr seht, ich war im neuen Flugzeug, das heißt doppelte Erfahrung und wie in der Folge zuvor, wieder eine extrem gute erste Runde. Einfach mal 2064 Erfahrungen dadurch gemacht. Wird auf jeden Fall einen dicken Einkauf wert sein, denke ich, bei dir. Auf jeden Fall. Schauen wir doch mal, was ich mir leisten werde. Ich kaufe mir neue Maschinengewehre.
denke auch, dass ich hier tatsächlich aufs Maschinengewehr sparen werde und erstmal nicht die Bomben mitnehmen. Man hat eben schon gesehen, dass die Durchschlagskraft des Flugzeugs bzw. der Maschinengewehre schon um einiges stärker ist. Und die Bomben am Anfang, ja, sie sind zwar nice to have und Bodenziele bringen auch immer ein bisschen was, allerdings, ja, spare ich doch tatsächlich noch eben die 300 Erfahrungen, die ich brauche. Ich werde mir nach dem nächsten Gefecht dann, wenn es nicht komplett schief geht, das neue Maschinengewehr holen. Jo, ich wäre soweit. Ja, von mir aus kann es auch weitergehen. Ein Gefecht eigentlich gerade so in die Folge kriegen. Jo, auch wieder schön Tier 2 und Tier 3 drin. Das heißt, da könnte was gehen. Wir spielen wieder Hafen. Diesmal von der anderen Seite. Ja, die Ma drei Maps, El Haluf, Hafen und die Pazifik-Map werden wir noch öfter sehen. Und ab Tier 4 oder Tier 5 klettert sich dann ein bisschen mehr auf. Ich glaube, spätestens mit Tier 5 gibt es ganzen Haufen mehr Maps, die auch richtig cool sind. Versprechend. Ich glaube, ab Tier 4 kommt erstmal Nationalpark dazu. Später Ich habe ja noch gar geht's. nicht so viel gesehen. Ja, stimmt. Nach LA, glaube ich, ist das eine, dann irgendwo am arktischen Zirkel. Also in Skandinavien könnte das sein. Da kommt Bleiben noch wir dieses Mal einiges. rechts. Ja. Muss man ein bisschen an Höhe zu gewinnen. Ich weiß nicht, wer drauf geachtet hat, wenn ich jetzt am Boosten bin. Ihr seht ja die Zahl. Es ist mit dem Flugzeug jetzt schon um einiges angestiegen. Ja, Die der Dauer, die Motor ich ist bei boosten kann. den großen Zerstörern ziemlich, ziemlich gut, immer was Boost angeht. Allgemein haben die meistens mit den Top Speed. Da links über uns begibt sich schon irgendwas. Das ist auch eine Focke Wulf. Ja. Hier anlegen. Lege ich mich mit der an. Schauen wir doch mal. Es sind einige hier außen rechts auf jeden Fall. Das war ganz schön knapp. Außerhalb meiner Reichweite. Ja, meiner mittlerweile auch. Ja, er wirft auf jeden Fall gerade seine Bomben ab. Und wird leider unser Hauptquartier zerstören, denke ich. Ja. Wenn er links weggeht, nehme ich ihn. Okay. Okay. War irgendein Dritter, aber wir haben ihn auf jeden Fall gut vorbereitet. Leider konnten wir ihn nicht abfangen. Aber oh Gott, ich ziehe nach oben. Ja! Das. Und da habt ihr gesehen, was man nicht machen sollte. Einfach durchziehen. So hat nämlich gerade schön unserer mir unten reingeschossen. Obwohl er es eigentlich hätte sehen müssen, dass ich da fliege. Sind leider gerade wirklich drei Focke Wulfs durchgebrochen und bombardieren unsere Basis zu Klump. Haben aber keinen Jagdschutz dabei, das heißt, wir schießen alle drei ab. Ich habe alle drei assisted. Ja, ich habe getroffen, habe ich glaube ich auch alle, aber. Ich werde ins Hafengebiet fliegen. Okay, komme ich einfach Weil direkt Gegnerfisch hat mit. sich gerade wieder schon eine Advantage mit Bodenzielen zerstört. Ja. Sieht man gerade wieder ganz schön. Wir haben eigentlich viel mehr Kills und sie sind trotzdem am Gewinnen. Einfach dadurch, dass die Focke Wulfs so schön durchbrechen konnten. Dass wir nicht verhindern konnten. So, zwei sind noch am Leben, einer ist am Einer ist vor mir, Ende. den ich nicht treffe, warum auch immer. Jetzt Jetzt. hast du noch. Boah. Allein hat ihn. Ich war irgendwie nicht fähig, ihn vernünftig anzuvisieren. Ich weiß auch nicht, was Okay. da los war. Er wollte. Russische TSH-2 ist noch da.
Ja. Vor dir. Auch hier muss man erstmal wieder aufpassen, dass man sich nicht im Team rammt. Aber es war erfolgreich. Runde war zwar für mich nicht so besonders, aber es reicht auf jeden Fall, um das neue. 3 Kills, also kann ich mitleben. Es reicht, um das neue MG zu besorgen. Neuen Motor, ich glaube sogar gleich 2 Stufen besser. Allerdings, auch hier fehlt mir wieder die Credits. Es waren noch 8000, beziehungsweise wird ja hier nochmal genau angezeigt, 7504. Das ist mit dem Bodenzielen zerstören, mit den Bomben vielleicht doch nicht so schlecht. Ja. Jedenfalls ist die Folge erstmal rum. Wir sehen in der nächsten Runde, oder in der nächsten Folge, was du dir genau dann noch weiter, also wie du dann deinen Upgrade-Weg aussieht. Richtig. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns dann in Folge Nummer 6 wieder. Oder nee, Folge Nummer 5. Nee, 5 erst. Ja, ich bin mal schon einen weiter. Bis dann. Und tschüss.